sind ja alle auf gleichem Level. Diesmal nehmen wir Garrett, weil er hinterherhinkt. Wir kriegen, dann geht das schon. Circuito de Madrito. Warte, Mini-Herausforderung. War auch nur ein Rennen. Also ich meine, ich mache jetzt hier pro Part eine Goldmedaille. Da geht doch voll ab. Da kriegen wir ohne Ende Prozente auf unseren Spielstand. Wie gesagt, ich werde es nicht schaffen, 100% zu zocken. Ganz im Gegenteil, ich werde wahrscheinlich gerade mal 80% schaffen, weil die Langstreckenrennen eine Menge ausmachen. Aber 80% reicht. Ich muss auch mal eine Spezialveranstaltung machen, merke ich gerade. Egal. So. Ich sehe nichts. Also daran liegt es nicht. Ihr seht auch nichts. Ich weiß nicht, was hier passiert. Erst wenn es wieder Klick macht, dann ja, Gran Turismo 5, The Real Driving Simulator. Oh, jetzt hat es wieder total übersteuert, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich rede nicht mehr so laut. Kannst du mal anfangen, überhaupt zu laden? Danke. Überhol aber. Also du kannst langsamer fahren, aber überhol bitte trotzdem. Ja. Ja, wir sind halt schneller. Das ist sehr schön. Wir haben anscheinend schon eine komplette Runde während des Black Screens gefahren sind wir. Vor uns ist der 02er und dann kommt der 07er, wie den wir auch haben. Fahr bitte ein bisschen langsam. Ja, überhol doch! Überhol doch! Okay, Entschuldigung. Übersteuerung ohne Ende, ist egal. Ich hoffe, das ist nicht... Ganz ehrlich. Warum hat er nicht überholt gerade? Ich verstehe es nicht. Weil ich verstehe es nicht. Wieso fährt man so? Okay, ich hoffe, ich übersteuere nicht mehr weiter. Ich versuche das auch zu unterbinden. Und ich hoffe, das Aufnahmeprogramm schafft das auch, das irgendwie runterzuregeln, während ich übersteuere. Das könnte nämlich sogar gut sein. Das wäre auch ziemlich gut. Aber ja. Wir haben halt ziemlich einen Abstand jetzt von denen. Wir sollten die gerade nutzen, um die zu überholen. Aber das Problem ist, dass der anscheinend zu dumm ist, um zu überholen, der Garrett. Ich mag, deswegen, Beastback ist halt ein bisschen dumm deswegen. Weil ich würde jetzt schon längst auch 10 Sekunden Abstand haben vor denen. Ja, und jetzt kann er den natürlich nicht überholen, weil da eine Kurve ist. Ich würde da total reinfahren und reinfetzen. Ich lasse ihn einfach mal fahren. Ich weiß ja nicht, ob irgendwas anderes passiert. Ich kann hier rumschalten. Ja, ich bin noch da. Von wegen meinem Zeiger und so. Aber lassen wir ihn einfach mal fahren. Wenigstens haben wir einen überholt. Der andere ist auch jetzt noch dran. Schafft er den wirklich jetzt? Ja, ich glaube schon. Überhol ihn! Ja, Mann! Unglaublich. Wir sind Erster. Und diesen Platz wird uns auch niemand nehmen, weil wir einfach schneller sind als die anderen. Und die genauso gut wie wir die Ideallinie fahren. Das ist halt der Dumme beim Baseback, dass die unbedingt die Ideallinie fahren müssen. Da ist die KI schon ein bisschen doof, aber kann man nichts machen. Ich meine, überholen, er muss nicht immer, wenn da ein Hindernis ist, dann muss man versuchen, trotzdem zu überholen. Aber auf der weiter rechts zum Beispiel. Ja, ja, deswegen, wir bauen ja gerade irgendwie so ein Ding in Europa, was ein Gehirn darstellen soll im Endeffekt. Aus Teilen. Also sozusagen ein Mega-Computer, der uns dann alle unterjochen wird und wir alle sterben werden. Ups, das wird zu langsam jetzt. Aber ja. Film, ja, die werden uns unterjochen. Und dann wird auch der Driving Simulator besser. Von der B-Spec-Serie, ja. Und dann wird dann toll, wenn wir unterjocht sind. Egal. So, der Minicomber wird weiterfahren, bis er irgendwann durch über die Ziellinie fährt, so wie immer. Schafft er ja irgendwann. Wird er irgendwann mal schon geschafft haben. In irgendeiner Zeit. Du kannst auch schon schneller werden, auch wenn das jetzt ziemlich langsam schneller wird, nur. Also, warum muss man die eigentlich auswählen? Warum kann man nicht sagen, so, fahr jetzt schneller, das bleibt für immer da. Und ich kann zwischendurch auch sagen, ja, fahr wieder normal. Sowas wäre viel besser. Und dann wieder langsamer, jetzt überhol mal kurz oder so. Fände ich besser als, persönlich, als, dass ich es immer wieder auswählen muss. Oder dann sozusagen fahre so, wie du denkst, kann man auch auswählen dann, aber ist okay. Es ist ja nicht, ich beschwere mich ja nicht. Ich kann auch jetzt gerade nicht sagen, wer hier besser ist, weil es alles die gleichen sind. Also, das habe ich schon vorher gedacht beim Lamborghini, wodurch ich das auch nicht gemacht habe. Und mein Schöne sagen, oh, das ist ein Wagen, das ist ein Wagen und das ist auch ein Wagen. So, kommen wir einfach zu sprechen zum nächsten Thema, nämlich Gran Turismo 6, was, glaube ich, noch für die PlayStation 3 rauskommen wird. Ja, wird auch. Ja, war so.
Ja, natürlich werde ich das zocken. Natürlich. Ich werde mir das sogar, glaube ich, vorbestellen. Ich habe es noch nicht, aber ich werde es mir vorbestellen. Wodurch ich dann 5 Autos habe und 1 Million Credits und dann werdet ihr total gucken, was. Ja, da könnte ich gleich am Anfang mir den besten Wagen holen und alle niedermetzeln. Aber das will ich nicht. Ich möchte so gut wie normal spielen. Bedeutet mit 30.000 am Anfang anfangen und die 1 Million und die Autos erstmal nicht benutzen. Außer es wird wieder so sowas gegen wie das Truck Race, wo man das Auto einfach nicht bekommt und ich muss eins dieser Bonusautos nehmen. Dann werde ich das natürlich machen. Ja. Genau. Aber sonst wird das ganz normal let's played, so wie auch Gran Turismo 5. Ich weiß nicht, ob wir bis dahin mit Gran Turismo 5 fertig sind. Sollte aber eigentlich sogar der Fall sein, oder? Ich weiß nicht. Eigentlich muss auch nicht so unbedingt sein. Ich weiß es wirklich nicht. So, Garrett, aber du fährst immer schön weiter. Und auch um die Kurve natürlich. Möchte hier noch 1111 Folgen schaffen von Gran Turismo 5, aber das wird natürlich dann in nächster Zeit nicht der Fall sein, wenn ich Gran Turismo 6 list playe, ja. 1111 Folgen von Gran Turismo wären schon ein bisschen übertrieben. Aber ist halt so. Sind ja auch nur 10 Minuten Folgen manchmal. Aber ist halt okay. So, wir fahren weiter. Wir sind jetzt. Das dauert ziemlich lange, dieses Rennen, muss ich sagen. Also wird der vorherige Part wahrscheinlich länger sein. Aber ja, ich mache mir jetzt darüber keine Gedanken. So, rund 4, 3, ja, was auch immer. Ich möchte mal gucken, wie viel Abstand wir jetzt schon haben. Na, wie viel Abstand hast du? Ja, du kannst auch fahren, ja. Schwein bloß. 12 Sekunden, okay. Das könnte ich umschalten zwischendurch, natürlich. Aber warum sollte ich das? Das sind alles die gleichen Mini Cooper. Guckt sie euch an. Sieht genauso aus wie der. Na, okay, der sieht ein bisschen anders aus. Der so sieht. 5 auch. Wir haben den S. Nein, nicht Fahrer. Auto. Ja, wir haben einen S7. Steht auch gar nicht da. So, aber ist okay. Ich meine, ich hätte nie gedacht, dass Garrett wirklich so viel Abstand hinkriegt irgendwann mal. Anscheinend geschafft. Wir sind immer noch in der Profiserie und das erstaunt mich, dass die, obwohl die mindestens Level 11, glaube ich, ist, das Rennen ist entweder Level 10 oder Level 11, dass sie es trotzdem irgendwie schaffen. Ich glaube, Level 10 wäre ein bisschen sinnvoller. Dass sie es trotzdem irgendwie schaffen, das zu gewinnen, obwohl sie total unterlevelt sind. Wir haben halt bessere Autos. Aber mit gleichwertigen Autos würden sie eh nichts schaffen. Das ist in der B-Spec-Serie halt so. Wenn sie Erster sind, dann würden sie sogar mit gleichwertigen Autos total gewinnen. Aber von 7. Platz, sie können ja nicht überholen. Die sind einfach schlecht im Überholen. Außer ich sollte mal wieder den Überholbefehl mal testen. Weil ich ja sonst sage immer, werd langsamer, überhole und werd langsamer sozusagen, möchte ich ja machen. Aber das geht ja nicht. Der wird ja automatisch schneller, wenn ich überholen drücke. Er soll einfach überholen mit der gleichen Geschwindigkeit, die er gerade hat. Was meistens ja funktionieren würde, auch bei mir. Aber das funktioniert halt in der B-Spec-Serie leider nicht. So, guten Tag, ich fahre hier mal einfach vorbei auf der anderen Seite. Denn die Wagen sind einfach da. So, ja, ne, Mini Cooper, du schaffst das schon. Du schaffst das, einfach da durchzufahren ohne Sinn und Verstand. Einfach so. Ohne irgendwelchen Sinn. Und habe ich, glaube ich, schon gesagt. Aber Hinterreifen, Vorderreifen sind alle noch okay. Hier sieht man ja, es ist Vorderradantrieb. Schafft er trotzdem Daten vom Bildschirm entfernen. Nö, brauche ich eigentlich. Ich meine, wozu können wir einfach auch mal das hier machen? 14 Sekunden, also 15 eigentlich. Aber hättest du doch 4000 Sekunden, wärst du schneller gefahren, hättest du exakt 15 Sekunden. Aber nein, du bist so langsam. Garrett, sowas macht man nicht. Man fährt schon dann schneller, wenn man schneller fahren sollte. Also nicht so, ja? Nicht so dumm sein und das machen, ja? Sowas macht man einfach nicht. Ich werde wahrscheinlich abregeln beim Schneiden, weil ich übersteuere schon ein bisschen. Ich werde das später mal ein bisschen verbessern und denke mal, dass das dann auch so funktioniert. Ich habe das ja alles erstmal so getestet mit dem anderen Wagen, weil das Motorgeräusch ist schon meistens ziemlich laut. Und ja, das muss man halt auch mal sagen, dass das Motorgeräusch ein bisschen, ja, laut ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mal runterregeln sollte. Es könnte natürlich sein, dass ich das machen sollte. Aber eigentlich ist es von der Musikabstimmung auch ganz okay. Weil so kriege ich kein Problem mit irgendwelchen Musiksachen, weil die ganze Zeit das Motorgeräusch überspielt. Nicht nur meine Stimme, deswegen ist das schon gut so. Keinerlei Geber in sich sozusagen. Egal. So, wir sind in der letzten Runde jetzt gleich. Oder auch nicht. Das dauert noch ungefähr eine halbe Sekunde. Minute, meine ich. Garrett hat so weit geschafft, dass er einen gelben Helm anhat. Ja, sowas muss man schon mal loben, dass er es schafft, sich einen gelben Helm anzuziehen. Letzte Runde war nicht die beste Runde, aber
Werden wir einfach mal schneller, Garrett. Die letzte Runde soll die allerbeste Runde sein. Ich hätte gerne wirklich rechts hier, wo ich jetzt mit meinem Zeiger bin, dass man dort sieht, wie viel Abstand man hat, anstatt welches Auto da fährt, weil das ist mir eigentlich ziemlich schnuppe. Sondern hier sowas sollte da stehen, sowas wie hier rechts, was, wo ich nicht hin kann. Nee, kann ich nicht hin. Egal. Mal gucken, ob wir hier in dem Sektor besser abschneiden mit dieser Geschwindigkeit. Wir haben jetzt 18 Sekunden. Okay, 20 Sekunden auf den dritten. Mal gucken, ob wir hier besser abschneiden. Na, na, na. 27, 28, 29, 28. Ja, wir schneiden viel besser ab. Das ist sehr schön. Wir werden aber jetzt auch nochmal gucken, weil wir sind jetzt in der letzten Runde, noch zur MV. Und ja, die letzte Runde ist schon sehr interessant, denn es ist die letzte. Wer es noch nicht wusste. Oh ja. Und diese Runde ist meistens gut, weil sie letzte ist. Und meistens gewinnt man dann auch. Außer ein paar anderen Rennen, wie zum Beispiel ein Truck-Rennen oder so. Nein. Da müssen wir erstmal nochmal leveln bis Level 20 und dann können wir uns vielleicht darauf herablassen und dieses Rennen zu fahren. Ja, so läuft das. Ich mag manche Lieder hier. Merkt man vielleicht. Dieses gehört vielleicht dazu. Aber ja. Nee, da kann man mir doch nicht hier irgendwie angreifen. Perspektive. Oh yeah, man. Oh yeah, das ist eine geile Perspektive. Yeah, so sieht das gut aus. Da kommt auch keiner hinterher. Sah irgendwie gerade so aus, als ob der gerutscht wäre. So, dann fährt er da weiter. Miau. Sehr schön. Da kommen gerade die anderen. Ist doch mir egal, denn ich weiß ganz genau, wir gewinnen und das macht keinen Unterschied. Dude. Bam, 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 bam. Oh yeah, und jetzt? Jetzt, der fährt über die CD. Oh yeah, hat's geschafft. Unglaublich. Unglaublich. 11:25, eine unglaubliche... So, kann ich wegklicken? Habe ich vergessen. Eine unglaubliche Zeit, die noch keiner vor mir geschafft hat. Und wir sind fast Level Up. Und du solltest Level Up sein, ja. Wir sind fast Level Up. Also solche Rennen bringen wirklich viel Erfahrung. Vorher hat es ja nur so Peanuts gebracht. So ganz kleine Peanuts. So Nüsselchen. Ja, so muss ich das mal so sagen. Ja. So, aber es ist gut. Wir können jetzt den Muscle Car. Oder sollen wir zuerst... Ja, komm, wir gucken uns zuerst das Auto an. Auch wenn ich jetzt denke, oh, einer ist ziemlich weit unten. So, wir kriegen einen Mini-Markus. Mini-Markus. Ich kenne ihn nicht, also... Das wird schon lustig. Mal sehen. Bam, 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 bau, bau. Was bist du denn? Den kenne ich gar nicht. Sieht schon lustig aus, dieser Mini-Markus. GT70, ich gucke ihn mir mal an kurz. In der Garage. Ja, sollte eigentlich gut sein, so wie das aussieht. Ist es anscheinend auch, aber okay, Garage. Mini Markus, erhalten am, da ist er, 380 LP. Ist der überhaupt von Mini? Nee, der ist von Markus, haha. Ja, das sieht doch auch lustig aus. Nur weil er Mini heißt, obwohl er nicht mal von Mercedes ist, sozusagen. Ist von Markus, kenne ich nicht, aber ist nur anscheinend eine Marke, ja. So, machen wir Muscle Car Championship. Ich glaube, da kriegen wir wieder unsere Stingray.